Hey, hey, weiter mit Rogue Trader, Koop-Kampagne mit Hunter Hammy. Hey! Ja, wir gehen heute ins Labor des Homunculus. Dafür mussten wir zurück auf unser Schiff, damit wir einen neuen Landepunkt nehmen können. Ansonsten ging nichts mehr auf dem Planeten. Ich habe mich da noch ein bisschen umgeschaut. Wir haben, soweit ich das gesehen habe, alle Zwischenkarten gesehen und gelootet. Wir schauen uns also das Labor an, von dem geredet wurde. Wir nehmen Idira mit, weil die da wahrscheinlich ihre geheimnisvolle Tür finden wird. Und ja, wir bekommen noch einen schicken Fun Fact und dann geht's auch schon runter auf den Planeten. Ja, ein kleiner Fun Fact, also sind quasi zwei. Und zwar habe ich mich ein bisschen mit Chaos Space Marines beschäftigt und dann kam ich auf die Iron Warriors. Aus der Serie. Korrekt. Iron Within. Die haben zwei Besonderheiten, das finde ich ganz cool. Die stehen auf Eisen. Ja, genau. Die haben da richtig Turbo-Liebe. Nein. Es ist ja ein bisschen schwieriger. Die haben diese gelben Sicherheitsstreifen. Überall. Und das macht die Hornig. Nee. Es ist ja so ein bisschen schwieriger, neue Chaos Space Marines ranzuzüchten. Ja. Also du bist so ein Nightlord. Der ein oder andere Apothekarius macht das. Aber die Jungs, die haben so ihre eigene Methode. Die haben im Grunde einen Dämon gefunden, wenn du den mit Material fütterst. Tote Chaos Space Marines, tote normale Space Marines. Scheiß der Iron Warriors. Dann scheißt der neue Chaos Space Marines aus. Nice. Ja. Das fand ich witzig. Also, ich habe das gelesen. Ich weiß nicht, inwiefern das noch Canon ist oder so, aber ich fand die Idee lustig. Zweites Ding, die haben es gar nicht so geil mit dem Chaos. So, sind zwar Traitor, okay, die haben hier und da ein paar Hörner dran geklebt. Ab und zu mutieren die aber, also so chaosbedingt. Ja, das schneiden die raus, oder? Die stehen doch nicht so drauf. Genau, die schneiden das ab und augmentieren das und sagen, brauchen wir nicht? Also so der harte Kern. Aha. Klar, Ausnahmen gibt's immer, aber so der harte Kern, der schnibbelt das dann ab, baut da was von ihnen dran und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. Das fand ich ganz cool, so diese zwei Facts zu denen. Ich finde die ganz nett, die Iron Warriors, die sind ja sehr disziplinierte Kämpfer, die haben ja viele Schutzschilde und Belagerungstaktiken und rücken sehr geschlossen vor. Ja, das ist auch, die gehen auch immer so ein bisschen unter in diesem Chaos-Wirrwarr, weil da hast du halt die vier Großen und die Black Legion und die anderen, die sind halt da. Ich habe letztens ein bisschen über die Salamander gelesen und wie steht eigentlich das AdMech genau zu den Salamandern? Die schmieden ihre Waffen alle selbst? Die haben Schmiederaumschiffe, die mit ihren Flotten mitschicken. Ja, weil das so in deren Tradition mit Verein des die Iron Hearts. Ja, aber die schmieden ja ihr komplettes Equipment. Die bauen auch Power Armor und so, oder? Echt? Also, soweit ich das verstanden habe, kümmern die sich um ihr komplettes Equipment selbst. Da muss man nochmal nachlesen, weil ich weiß, die Iron Hands haben sowas Ähnliches, aber die arbeiten mit dem AdMech zusammen und nicht alleine. Ja, die Salamander haben den ganzen Spaß, dass deren Waffen alle nicht blau sind, sondern rot. Die Schwerter und so. Ah ja. Ey, die haben doch alles in Feuer, wenn es geht. Ja gut, verständlich. Na gut, schauen wir uns das Labor eines Homunculus an. Also nicht eines, sondern von Tervantias des Auserwählten oder so. Ja, dem haben wir ja so richtig in den Arsch getreten. Ist so. Noch kurz zur Info, ich habe dann den anderen Rucksack nicht angezogen. Ich habe aber den Bolter wieder mit Agenta getauscht, damit ich höhere Trefferchance und weniger Rückstoß habe für mehr Crits. Und deine Nudelarme. Oh ja, und der andere Rucksack hat mir im Endeffekt dann gegeben. Also ich habe getauscht von, ich glaube, 20 bis 30 Schaden, 6 Schüsse zu 10 bis 11 Schaden, 7 Schüsse mit Hälfte an Rückstoß. Also es hätte sich nicht wirklich viel gegeben mit der Hotshot Less Cannon. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich die Hotshots echt sau cool finde eigentlich. Mit dem Powerpack hinten drauf und so. Das ist eine nice Idee. Gut, die hat auch 40% Rüstungsdurchdringung. Das ist so ziemlich das Höchste, was man kriegt an imperialen Waffen. Ja, das knackt. Der Bolter hat 15 oder 20%. 30, glaube ich, wenn ich den in der Hand habe. Warum auch immer. Ich weiß halt, wo man hinschießen muss, damit die Rüstung geknackt wird. Ich schätze, so kann man das darstellen. Ja, du kennst den Produktionsfehler unter der Brustplatte. Gibt's genau. So? Ich schieße einfach mit so einem Stahlbolzen durch. Würde mich interessieren, ob das behoben wurde in den letzten 100 Jahren. Bam! Anscheinend nicht, Nerds. Richtige Quatschszene, ey. Ich fand ihn trotzdem den coolsten Charakter in der ganzen Serie. Der war so ein bisschen Deadpool. Mhm.
Lord Captain, wir haben sie gefunden. Die Tür ist so nah, dass ich ihre metallene Klinke schon schmecken kann. Stand da definitiv. Die Stimmen flüstern in meinen beiden Ohren. Nein, nein, Moment. Das ist der ASMR-Kanal, den ich dir angemacht habe, damit du mal ein bisschen schlafen kannst. Ich kann kaum ausmachen, was sie sagen. Ja, da ist so eine Alte in Unterwäsche, die an so einem Gummiohr leckt. Also, ich weiß nicht genau, ob da überhaupt geredet wird. Können wir Idira in diese Tür treten und zumachen? Wäre wahrscheinlich besser. Sie sagen mir ständig, dass ich keine zweite Chance bekommen werde. Und ich glaube ihnen. Das heißt jetzt oder nie. Eure Bitte ist abgelehnt. Ich nehme nur jenen mal Gefolge, auf den ich vertraue. Oh, Alter. Los geht's. Danke, Lord Captain. Ich stehe bis zu meinem Tod in eurer Schuld und das dürft ihr jederzeit einfordern. Heinrichs, man töte sie. Heinrichs? Wann hast du denn heimlich Agenda gelevelt? Eben gerade. Uiuiui, der ihre Quest steht auch noch auf dem Zettel. Mal eben, ne? Die muss ja auch noch Sororitas Power Armor kriegen. Da fehlt noch ein bisschen. Ahoi hoi, Herr Vantias Zuflucht erkunden. Das ist nämlich der Sea Raider aus dem zweiten Battle Brothers Buch, der immer Ahoi Hoi sagt die ganze Zeit. Jetzt, wenn ich das Buch lese, dann pflanzt sich das wieder ein für eine Weile. Ahoi Hoi. Das sagt er so oft. Das ist für den auch so ein Ausdruck einfach, wenn er sich erschreckt oder so. Sagt er Ahoi Hoi. This Exploratory is blessed. Das wird sick. Ein harter Brocken, der hat eine Badische und Lamellenrüstung oder sowas, während die da in Lederarmor ankommen. Ja, er hat seine Hausaufgaben gemacht. Oh oh. Namely the mess in the wardroom last week. Haben die da nicht schon mal drüber geredet? Das ist Schwester. Das hier ist aber doch ein reales Gebäude, in dem wir uns gerade befinden, oder? Ja, ich glaube, der hat das modifiziert. Ich habe Güter gefunden unterm Kopfkissen, eine feierliche Reliquie und seltene Farbstoffe. Da hat jemand Baldur's Gate 3 gespielt und jede Farbe in eine extra Tasche gepackt. Dann am Ende vom Spiel sich gewundert, warum er 20 Kilo Farbe dabei hat und keinen Loot mehr tragen kann. Hier ist Logik gefragt, da bin ich. Mit einem Siegel des Schweigens belegt. Machine Geist wurde gefoltert, jemand hat jegliches Wissen aus seinem Speicher gerissen. Okay. Oh. This is out of the ordinary. Warum hat Cassie das nicht gesehen? Oh! Zerstörung. Ich weiß nicht, ob Ulfa da dran vorbei marodieren kann. Wir versuchen's. Schleich, Space Wolf, schleich. Warum hast du Ur gesagt? Sind da Kämpfer? Ne, das ist das Labor. Ja, da ist was los. Da stehen Grotesken und so. Du bist eine Groteske. Och, komm schon. Heresy grows from idleness. Wo ist denn der Knopf? Da links um die Ecke. Wir gehen alle in Deckung, weil wir dir vertrauen. I rise above hardships. Weißt du eigentlich, was ich mittlerweile alles für Boni hab? So, wir haben hier einen toxischen Flammenwerfer. Gift und Verbrennung. Cool. Alles gut, was ist los? Ja, schau doch mal. Ich habe mittlerweile Zerstörung auf. Ich habe alles plus 30 oder 40, die Sachen, die ich nicht geskillt habe. Zerstörung. Noch eine Mine. Ah ja. Ulfa kümmert sich da drum. Geht da mal einer dran. Oh, peinlich, Wolf. Peinlich. Pupsi, pupsi. Was haben wir jetzt hier oben gemacht? Also, dass wir unten reingucken können. Alpha, Garstig, Beta, Garstig. Simulation des hinteren Teils. Sie versuchen den hier irgendwo zu regenerieren, schätze ich, oder? Mhm. Runter da, wir machen Fleischsalat aus denen. Die sind bereits Fleischsalat, mein Kerl. Okay, dann. Warte, hier liegen Güter. Vielleicht hilft uns das ja. Info, das Notizbuch enthält detaillierte Beobachtungen. Minimale Vital, das war vorher anscheinend auch schon merkwürdig. Ja, ich kann
glaube, das hier war vorher auch schon so eine Art Labor gewesen. Oder zumindest was Medizinisches. Sieht ein bisschen danach aus. Na dann. Attacke! Attacke! Alles Matt drauf! Die Grotesken sehen nicht so aus, als könnten die schießen. Kolossales Hackmesser und feurige Klauen. Der Säurewerfer. Der Beta hat einen. Ja, okay. Alpha ist ein Nahkämpfer, Beta nicht. Und die kleinen Kerle haben alle Mikroplastikpistolen. Wir haben halt nicht genug Leute, die genug Schüsse haben, oder? 45? Ulfa vielleicht, wenn der Ultimate angeht. Oder Cassie. Ja, Cassie kann einfach von oben runter gucken, die alle platzen lassen, oder? Genau, 3 Stück werden weggegrillt. Ja, dann. Idira, volle Deckung. Die Grotesken haben gut HP, ey. Mister von Valancius, volle Deckung. Und Pascal kann dann selbst rauskommen und Ärger machen. Das könnte klappen. Cassie, bleibt mal hier stehen. Ich hab eine Idee. Was? Pascal hat gesagt, er hat irgendwas gefunden. Entweder was Lilanes oder eine Falle. Da stehen Güter hinter ihm. So, Beta, Alpha, die sind zuerst dran. Dann Pascal, dann Idira, ich bin spät dran. Na, Beta wird hier richtig schön. Ich hoffe, ich kann die betäuben. Alle in die Zonen. Zone, alle in die Zone. Keine Ausnahme. Dankeschön. Was bitte, ist das bitte für ein ekliger Kram? Nachhut. Okay, okay. Aha, aha. Ich sehe 3 Tote. Ich sehe betäubt auf Beta. Nice. Das gefällt mir. Ja, dann ist der Kampf ja schon gewonnen, oder? Ich kann den anderen nochmal doof angucken. Oder ich zünd ihn an. Wie du möchtest. Ich hoffe nicht, dass sie hier gleich hochspringt und sein Messer rotieren kann oder so. Er hat so ein Urukai-Hackmesser dabei, der Spinner. Help me, Lord Captain! Help me, Lord Captain! Leider nicht geklappt. Oh, wir hätten vielleicht jemanden die Leiter hier stellen sollen, aber die kleinen Kerle sind ja eh alle tot. Die Groteske wird die Leiter nicht klettern können, ha? Huh? Nee, der wird hinten versuchen. Das ist ja ein großes Feld, so wie Ulfa ist. Oha, der hat aber flinke Füße, der Kerl. Ja, meinst du ernst? Na dann, Pascal. Na, was haben diese? So. Pascal bufft Ulfa und mir mal die Waffe. Dann hauen wir das da auf die Alpha-Groteske. Achso, wenn der stirbt, wird der andere sauer. Ja, ja. Klassischer WoW-Kram. Eine von den Classic Dungeons, da hat man gegen so 2 Frankenstein-Monster gekämpft. Die sind die ganze Zeit in die Mitte gelaufen und haben dich dann positiv oder negativ aufgeladen. Ah. Und dann mussten sich alle Leute, die dieselbe Ladung hatten, zusammenstellen, sonst hat man dem anderen Schaden gemacht. Da musste man die ganze Zeit aufpassen und laufen. Und wenn einer von denen gestorben ist, musste man mit dem anderen dann schnell machen. Das ist lustig. Also siehst du eigentlich, Cassie hat es geschafft, die Beta-Groteske 2 Runden zu betäuben. Nach Xramas, da hieß der Dungeon, glaube ich, wir hatten später dann die leichte Version davon gemacht. Der ist ja dann in Wrath of the Lich King, glaube ich, nochmal zurückgekommen, weil den in Classic quasi niemand geschafft hat, weil der sau schwer war. Aber nach Xramas sagt mir was. Das war diese fliegende. Dieses fliegende Ziggurat-Dingsbums. So, was kann die denn hier eigentlich tun? Will do. Ich möchte gerne Scharfschütze sein. Ich arbeite dran, okay? Menno. Menno. Was that you? Or? Hat die Schaden gemacht? Mhm, ich weiß aber nicht wie viel. 243.
Gar nicht schlecht. Anything else? 7. So, einmal pro Runde wird der nächste Zug des Psionikers in der Reihenfolge der Rundeninitiative um 2 Züge vorgezogen. Oh nein! Gut gemacht. Ob die Gegner irgendwann nochmal wieder gut sind? Oder sind die jetzt für immer scheiße? Ich weiß es nicht. Hier keine Trefferwahrscheinlichkeit für die Groteske da unten angezeigt. I cannot comply. Jetzt. Kann ich wirklich nicht in der Zone stehen und auf den schießen? Doch. Ja, okay. Dann machen wir das doch so. Bam, 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 bam. Okay, ich hätte gerne Regimentstaktiken. Ich hätte gerne den Vorteil ausweiten. Regimentstaktiken ist gerade irgendwie buggy seit dem letzten Patch. Das steht jetzt da. Ich kann jetzt die ganze Zeit draufdrücken. Aber alle haben es, also. So, 97%. Dann holzen wir das mal raus. The Emperor commands. Let my fury rain down upon thee! Warum habe ich High Momentum gekriegt? Ist doch gar niemand gestorben. Hinterfrag das nicht. Dann noch mein Gratisschuss. Sehr Brocken da unten, ne? Haben die diese natürliche Rüstung oder was? Ja. Ich würde die größte Stunde gerne Pascal geben, der mag doch gerne auf große Gegner schießen. Ich habe noch 2 Punkte, das heißt, ich gebe dem Aura der Autorität. Und ich kann dem noch inspirieren geben. And so shall it be done. Sehr inspirierend. Sehr inspirierend. Ulfa, Abulard muss ein bisschen aufpassen. Pascal explodiert jetzt ein paar Mal. Nur ja, Abulard ist das gewohnt. Hat er irgendeinen AOE-Schaden drauf? Verbrennen. Der stirbt. Und Blutung permanent. Ja, der ist tot. Klick, klack. Magazin rein. So, dann gehen wir noch ein bisschen da runter auf den. Abulard hat, glaube ich, die letzten 3 Kämpfe nichts gemacht. Bis der dran ist, sind immer alle tot. Request approved. Was ist denn jetzt passiert? Hier oben ist alles explodiert, aber alle Leute nehmen 0 Schaden die ganze Zeit. Ja, frag das nicht. Nur ein bisschen durcheinander. Regimentstaktiken? Hat hier irgendeine Ablehnung des Fleisches oder sowas drauf? Alpha-synthetische Bande. Bande! Wir können noch eine Granate werfen, aber passt schon. Ulfa, dann töte mal alles, was noch lebt. Ja. Kannst du da runterschießen? Ja, Lord Captain. Dann mach das. Bitte. Dann mach das. Und hol den weg. I will carve runes out of your bones. Geh hin, dreht ihn um. Wie erniedrigen. Heia. Einfach ein Frontkick verpasst. Bam!
Stay faithful and you will be rewarded. Let us walk this path to the end. Güter, 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 Logik, Pascal. My success is an irrefutable certainty. Hey, hallo? Ach, Güter. Das machen wir gleich, ja. Großen Kerl hat nichts dabei. Nee. This explorator is blessed with multifunctionality. Eine nicht lebensfähige Kopie des Tavantias. Die haben also versucht, den hier zu klonen, haben es da nicht ganz hingekriegt. Hier hinten ist Athletik 100. Ja, ja, da müssen wir jetzt eh rüber, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob du noch irgendwo gucken willst, aber... Ich glaube, wir haben alles geguckt. Dann hopps. Nothing's impossible. Aber Lad, springe uns rüber. Mir nee, diesen Tech-Priest. Successful. The Divine watches over us. Hm. Would you look at that? Aufzug aktivieren. Pascal hat sich in die Hose gepinkelt. Hier ist ziemlich eklig. Geht hier drin? Warum haben wir die Tür hier aufgemacht? Bin ich einfach nur für ein bisschen Lore? Und? Idira starrt auf die massive Wand vor sich, okay? Lord Captain, das ist der Ort. Dort sollte eine Tür sein. Ich habe diesen Moment so oft gesehen. Ich wusste, dass ihr Wahnvorstellungen habt. Mach auf! Eine Tür öffnet, die nicht existiert, was ihr manchmal für Dinge redet, Lord Captain. Idira ist eigentlich ganz lustig, wenn die nicht so durch wäre. Ja, die ist manchmal ein bisschen zu kaputt. Also, und wenn man mit der zaubern könnte, ohne dass die Dämonen beschwört und explodiert. Wo willst du denn hin? Ich glaube, sie meinte diese Wand. Oh. Mach auf. Funktioniert wie jede andere Tür. Ira tritt an die Wand, streckt die Hände nach der nicht existierenden Tür auf. Du hörst ein Klicken. Okay. Die hat aufgemacht. Lord Captain, wir haben sie gefunden. Das ist die Tür. Nur war sie nicht durch ein Kraftfeld verborgen. Es war eine mächtige Warp-Barriere. Ich hätte so etwas nie entfernen können. Es ist fast, als hätte man uns erwartet. Als würde man uns einladen, hereinzukommen. Jemand, der sich auf Hexerei versteht, wartet im Inneren. Wir sollten uns vorbereitet. Mein Glaube an den Imperator ist stärker als jede Warp-Trickserei. Er beschützt uns. Hoffentlich habt ihr recht, Lord Captain. Na dann gehen wir da zuerst mal rein, oder? Ja. Sonst müssen wir irgendeinen Aufzug runterfahren oder so. Attacke. Hallo? Da links ist unser Skyrim-Ausgang. Don't you ever bore yourself? Do you even know what fun is? What about jobs, huh? Mach das mal aus. Achtung, Pascal erzählt einen Witz. An ignorant layperson, a low-status candidate for servitorization, and a blasphemous organ thief walk into a bar, deprived. Wir haben schon mal gehört, dass wir den gekriegt haben, glaube ich. Ah ja. Beep boop, beep boop, beep boop. Bam. Making adjustments. Beep boop, beep boop, beep boop. The machine god grants the insight. Beep boop, beep boop. This explorator is blessed with multifunctionality. We are bound by the blood of Marshes. Is that da? So ein Ding. This is out of the ordinary. Ich würde sagen, der Tunnel hier gefällt mir nicht besonders. Vor allem sind Pfeile auf dem Boden. Ja, da läuft auch irgendwie Blut in dem Abfluss da unten entlang. Operation successful. Ahoi, hoi. Ah, hier sind die Klone von Snoke. Hier scheppert's doch gleich. Der Tank wurde von innen mit unfassbarer Kraft zerstört.
Prometheum. No, your duty. Mein liebstes Getränk. My warp site reveals something. Aber ein langer Hebel, der weit weg ist. Hat Pascal überhaupt Xenos Wissen und warum schicken wir den immer? Ja, das ist das meiste bei uns. 105, da hat er tatsächlich gar nicht so wenig. Ich hab den dazu gezwungen, das zu lernen. Was ist denn da in der Güterkiste? Soll ich mal kicken gehen? Ah ja, Güter. Was soll passieren? Oh, ein erschöpfter Ruhmprophet. Was? Was macht der hier? Die Fragen. Der dumm oder so? Geh mal fragen. Hey! Warte mal, kann es sein, dass du irgendwie dumm bist? Sie ist ein verzerrten, von Qualen gepeinigten Eldari. Ja, das sind die immer. Weil die Eldari sind und keine guten Menschen des Imperiums. Dutzende von Narben und Nähten bedecken sein Gesicht. Verschobene Gelenke, die sich unter seiner Haut bewegen. Ja, ja, so sah ich auch mal aus, als wir in Komorra waren. Endlich! Meine Befreiung! Ah, Schimpanse, diese Schmach. Die Blamage ist, die Hand einer niederen Kreatur zu fallen. Genug. Allein die Erwartung dieses Augenblicks hat mir gestattet, noch einen Funken meines Verstands zu behalten. Setzt mir nun ein Ende. Ich kann einer derart gepeinigten Seele keine Bitte verwehren. Nein, Lord Captain, wartet, seht. Durchsichtige Fäden winden sich in merkwürdigen, widerwärtigen Mustern um die Schläfen des Eldari und graben sich in die Haut seines Gesichts, seines Halses und seines Schlüsselbeins, im düsteren, kalten Licht des Laboratoriums Indlers Gerät glitzernden Aaswürmern. Aha. Ich glaube, dafür sind wir hier. Ich kann die Aura des Xenos im Warp kaum sehen. Okay. Ich werde euch allein deswegen töten, weil ich gerne Xenos töte. Der Vantias Spielzeug, der Meister hat mich ausgenutzt. Ich das Gerät, das nun meinen Verstand fesselt und mich und meine Kräfte seinem Willen unterwirft. Ich bin das Werkzeug, das dieses Versteck durch die Energien des Schleiers von neugierigen Augen verbirgt. Hätte die Schimpansi-Seherin meine Hilferufe nicht gehört, hätte die mich nie gefunden. Toll, das heißt, wir sind... Ugh. Das hatte... ist wie die Morty-Barriere aus Rick and Morty. Ja, aber die hatte gar keine Visionen oder sowas, sondern ein dusseliger Runenprophet hat hier laut um Hilfe gerufen. Voll öde. Meine stummen Schreie haben den Schleier durchstochen, Visionen dieses Gefängnisses über seine Mauern hinausgetragen. Sie haben all meine Träume von Befreiung und Erlösung mit sich geführt. Ist das nicht der Grund, warum ihr gekommen seid? Dieser dämliche Narr will mich töten. Heißt das etwa, dass ich in meinen Träumen nicht meine eigene Erlösung gesehen habe, sondern die Befreiung dieses halbtoten Xenos? Jetzt hört schon auf. Glaubt, wir sind schwachsinnig, Lost Captain. Er will uns verwirren. Ich habe keinen Grund, euch anzulügen, aber eure Überzeugungen sind irrelevant. Ihr seid bereits hier und das bedeutet, dass ich endlich sterben werde. Warst du Xenos noch nie gnädig? Das werde ich auch jetzt nicht ändern. Lass ihn leiden, bis der Tod ihn erlöst. Okay. Ja, aber leiden kann ich nicht aussuchen. Ich werde euch nicht das Leben nehmen. So soll es sein. Der Runenprophet erhebt sich. Ja, putze ich den dann weg, oder was? Oh, hey, hi. Wie seid ihr denn? Müssen wir jetzt wirklich kämpfen? Ja, das sind doch keine Gegner. Kämpfen nur gegen Zentauren und Schweinemenschen. So, was hat denn der Runenprophet? Oh, Hinterhalt, ich verstehe. 800. Okay, so, warte. Hexenstab. So erwische ich 5. Oh, die haben 135 Punkte Gesundheit, die Tavantias-Klone. Hat auch gesehen. Ulpa ist relativ zeit. Gezacktes Monomesser. Zap, zap, zap.
Ja, alle sind irgendwann dran, außer dem Lord Captain. Nee, du kriegst die Zone wegen mir. Nein, cool. Kann man mal gucken. Eben habe ich 5 reingekriegt. Das sind auch wieder 5. Was hat der gemacht? Er hat sich bewegt. Warum ist denn der dran einfach so? Weiß ich nicht. Irgendeiner betäubt. Warum hat denn der Pascal gezappt? Blutwurst. Hui pui. Der ist ein Seher, ja, das kann ich sehen. Der ist Dingsmage. Biomancer. Also ich kann 2 hinter uns töten. Das mache ich jetzt auch. Ist schon wieder dran. Der jedes Mal dran, wenn einer von den Oyos stirbt? Jeder ist dabei, den irgendwie mit dabei? Denk mal bei ihm. Eldarion Propheten Mech-Rüstung, Vorwarnung, Überladung, Kinder von Azurian, Kampfmeister, Psioniker. Ja, Intervention. Diese Kreatur erhält jedes Mal, wenn ein Verbündeter von ihr stirbt, einen Zusatzzug. Sie erhält außerdem einen Zusatzzug, wenn die Wunden eines Verbündeten unter 50% fallen. Okay, ich glaube, das könnte Idira auch skillen. Also ein Seher kann das skillen. Ja, dann hauen wir den Typ jetzt platt. Na. Ulf, dann gehst du gleich da dran. Und dann tust du dem weh. Der hat jetzt 2-mal Pascal geblitzt, Dings, der Hund, als wäre das okay. Na, warte mal, du kannst noch näher dran gehen. Geh so dicht dran, dass du den treten kannst. Kommt der dann danach? Schnellfeuer? Schnellfeuer und brapapapapapap. Oh, viel Rüstung? Ja. Und sehr viel ausweichen. Kann Idira sich theoretisch gleich drum kümmern? Dann nennt er nochmal. Alter! Ich will's wissen, der Drecksack. Geh hin, dreh ihn um und verfolg ihn. Hi. Und nachpushen. Dearly for your actions. Ja, mein Freund, hast nicht gedacht, ne? In was für einer Zone steht die Dira denn hier? Nachhutzone, okay. Welcome. Ja, aber... ist sie eigentlich hier weg? Kann sie ja machen. Ich hatte die, setz die erstmal. Hier oben ist ein erfolgreicher Klon mit 325 Gesundheit. Ach, Tatsache. Oh Mann. Ja. Sämtliche Verbündeten, die gerade von einer Kraft des Psionikers beeinflusst werden, erlangen perfektes Timing. Aha. Er ist noch ein erfolgreicher. Noch einer. Gut, schieß mal halt mal auf den Typ, was? Flüchtiger Schatten. Nächste Priorität. 10% Zusatzschaden, Halbdeckung. Okay. Dann einmal den Käse. Der Agent entfernt alle parieren. Ja. Dann den Käse. So, dann bräuchte ich den Spaß. Was that you? Or... dann schieße mal auf den netten Mann. Anything else? A pitiful attempt. Dann lassen wir den Kerl bluten. On it. So, dann haben wir noch einen Punkt. Dann macht ihr sich unsichtbar. Jetzt will die niemand mehr angreifen. Nach Biomancy. Ich hab irgendwen geschossen. Hat er wen getroffen? Hey, kein Bob-Bullshit. Idira ist hier, die explodiert. Der trifft alles nur seine Kumpels, oder?
Was passiert denn hier? Wie oft darf der denn noch? Ich habe keine Ahnung, wer noch dran ist gerade. Irgendwann mal aufhören zu ziehen. Ich glaube, dem seine Jungs tun sich gerade irgendwie selbst weh, indem die angeschossen werden. Und deshalb ist der wieder dran. Klingt so, ja. So, Schluss jetzt mit dem Wahnsinn. Hey, Nerd. So. Was ist da denn hier? Den nächsten Angriff von Ausnutzung betroffen ist. Deckungseffizienz, Trevor Shores. Deckungseffizienz brauche ich ja nicht. Hier steht ja nicht in Deckung. Tatsächlich nicht. Na gut, dann würde ich sagen, friss Blei. Friss blauer Boden. Gut, Pascal. Nette Arbeit, schätze ich. Gut gemacht. So, dann markiere ich die beiden dann noch. Weißt du, eine Bärenfalle auf den Kopf, damit die stehen bleiben, wenn sich einer von den beiden bewegt. Dann buffe ich hier hinten im Rogue Trader noch die Waffe. Dann war es das auch schon wieder mal für Pascale. Abelard, töte er jemanden? Abelard. Die Zeit des Abelard ist gekommen. Ach, du darfst tatsächlich mit der Axt dran. Was war das denn? Konter? High fucking Momentum. Knapp's dir. Weiter töten. Blut für den Blutgott, Schädel für den Schädelthron. Weiter willst du nicht gerne. Ah, kann sein, dass der nicht stirbt. Ist ein erfolgreicher Klon. I took care of this one. Boom! Gut gemacht, Avalad. Weiter! Töte die ganzen Tervantiase. Sehr nice. Wo sind hier noch welche? Ja, wenn du nur eine Knarre hättest. Schade. Aber unser Abelard schießt nicht. Ich bin es, der Schurkenhändler. Und High Momentum. Das sieht doch nach einer geraden Linie aus. So, 53 hier und da. Dann holen wir Regimentstaktiken rein. Vorteil ausweiten. Gerade Linie. Waffe wechseln. Gratis-Schuss. Baby ist noch da. Nein, schade. Gut, Waffe wechseln, Gratis-Schuss. War das hier nicht? Zwei, eins, damit ein bisschen Glück, nicht? Wie funktioniert das? Was? Die sind jetzt gleich dran. Und so gut ist mein Kerle dann auch nicht. Action, go to fight. A piece of your head. So.
Ja. No? 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 Ich würde gerne ein bisschen Edira-Action sehen, dafür haben wir sie ja mit dabei. Ja, ihr Job hier. Würde mal wen. Assassino. Das war nicht schlecht. Das war diese Spezialfähigkeit, die ich mit der geskillt habe, dass wenn die jemanden tötet, die nochmal schießen darf, wenn jemand in Reichweite ist. Cool. Komm, gib ihm den Rest. Will do. What an unfortunate turn of fate. Okay. Ging doch jetzt eigentlich ganz klar. Ja. Ihre zieht vorsichtig die Fäden des Psi-Drosslers aus dem leblosen Körper des Runenpropheten. Schwer sagen, von allein bewegen oder nur, weil den gesamten Körper zittert. Dieser Xenas verjährt, habt ihr seine Augen gesehen, bevor er uns angegriffen hat? Es war, als sei kein Licht mehr in ihnen und das alles nur wegen dieses Dings. Ich will nicht sterben, aber ich will auch nicht so weiterleben. Das heißt, dass ich nicht länger ich selbst bin, welchen Sinn hat es dann? Hetzer Fanatiker. Idira töten. Pam, 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 pam. Eine Psionikerin mit einem Xeno-Artefakt auf dem Kopf. Wohl kaum. Das wäre mal wieder unser Moment, gell? Ich weiß es nicht. Ja, die zwei, die zieht das Ding ja mit Sicherheit nicht an. Nee, das lief nicht so gut. Das zieht die mit Sicherheit nicht an. Sich der eigenen Seele zu berauben, kann nie die Lösung sein. Ja, ja, ihr habt recht, dieser Scheiß ist es nicht wert, Zeit, das Unvermeidliche zu akzeptieren. Kann diesen Fantasien von einem schönen langen Leben ewig hinterherhängen, aber mehr werden sie nie sein, nur Fantasien, schöne Geschichten. Mhm. Die Lage ist hässlich und gnadenlos, ich bin Psionikerin. Meine Fähigkeiten geraten täglich noch schlimmer außer Kontrolle und das bedeutet, dass ich so abtreten werde, wie eine Psionikerin es tun sollte. Es wird hässlich und gnadenlos werden. Ich kann nur hoffen, dass es so unverschämt großartig und heldenhaft wird, dass ihr noch euren Enkeln davon erzählt. Danke, dass ihr mir geholfen habt, das zu erkennen. Du, so ein Rogue-Psyker kann auch mal einen ganzen Planeten wegsprengen, wenn die Bock haben, gell? Ja, leider. Ich denke, wir sind hier fertig, Lord Captain. Die andere Seite. Eldari Runen Propheten Mesh-Rüstung und ein Hexenstab. Die anderen haben nichts. Das ist nichts Tolles. Ja, dann zu unserem Skyrim-Ausgang. Wir haben noch den Rest von dem Labor zu durchsuchen. Mhm. Da ging hier unten noch was. Ich glaube nicht, oder? Da waren wir ja überall. Ja, da ist ja nicht mehr so viel. Na dann springen wir auf. 65 nur, hast du mehr? Nein. Why don't I go kill someone instead? The Divine watches over us. The Divine watches over us. So. The Machine God grants me insight. Immaterium-Tiara. Der Träger erhält 10 Willenskraft und er leidet 50% weniger Warp-Schaden. Is it wargled or a trap? Güter. Eine Brücke aus Brettern bauen. Was war denn in den Gütern? Nur Güter? Güter, Güter. Das ist kein Brett, das ist eine Metallplatte, die Ulfa auf keinen Fall trägt. Das sind Bretter. Gut, machen wir noch fix Level-Ups, ha? Und dann schmeißen wir den Aufzug an und fahren hoch, runter, wohin auch immer. Oder geht hier hinten noch was? Nee, oder? Was ist denn hier das Level-Up? Ist immer noch nicht Power-Armor für Pascal, gell? Doch, hier geht's auch runter. Ich bin verwirrt. Lass erstmal Level Up machen. Dann bis gleich, meine Kerle. Let us walk this path to the end. So, Level Ups gemacht. Wir hatten Level Ups aus unserem Startklassenbaum, nicht? Ja. So, Cassie und der Rock Raider können jetzt einmal einen Bonuszug für ein AP geben. Pascal und die Dira haben irrelevante Sachen gekriegt. Ja, auch nichts Spannendes.
So, was macht denn... Achso, okay, der Aufzug reagiert nicht. Dann gehen wir ja einfach weiter nach da unten. With each step, I forge my destiny among the stars. Sieht nach einem Kämpfchen aus, wenn du mich fragst. Wanda! Hey, Tavantias ist hier. Der Erznerd. Du links, ich rechts? Wir kommen, wenn du dich hier mitte. Oh, oh. Tavantias, der Mann mit der Cutscene. Oh, der Rock Trader. Pascal, Tavantias, kannst du Pascal reparieren? Bitte. Der steht auf seinem Rattenschwanz rum. Oh, das sind viele Tavantiasse. Du siehst mehrere völlig identische Homunkuli bei der Arbeit. Ein verstörender Anblick. Die Schmach meines Todes. Einmal getötet. Ihr, wie könnt ihr es wagen, euch lebendig hier zu zeigen? Aber das ist noch besser. Nun spüle ich die Schmach meines Todes mit eurem Blut fort. Du, und wenn da oben 30 Tavantiasse stehen würden... Ihr passt sie. Ihre Farben, grauenhafte, furchterregende, zerschlissene Töne. Nur ein Wahnsinniger könnte sich selbst so etwas antun. Die Homunkuli zucken leicht wie von unsichtbaren elektrischen Impulsen. Sie sehen praktisch identisch aus. Doch jedem scheint etwas zu fehlen. Eine Gliedmaße, ein Implantat, sogar ein oder zwei Gesichtszüge. Der singuläre Blick der vielen Gesichter wirkt nicht mehr, als lege nur hochmütige Überlegenheit in ihnen. Man sieht auch einen gemeinsamen Mangel darin. Da sind halt nicht unbedingt die besten Klone. Habe ich mit meinen eigenen Händen getötet. Ich sehe, habt ihr neue Freunde gefunden? Ich bin noch nicht fertig. Eine körperliche Hülle ist zu wenig, jämmerlich, inakzeptabel wenig. Wenn mein Werk vollendet ist, wird kein einzelner Schimpanse in der Welt mehr in der Lage sein, mich vollständig zu vernichten. Ja, ja. Jeder von euch in separat ist da total irrelevant. Das Loch in der Decke ist eine interessante ästhetische Entscheidung. Was ist hier geschehen? Der Beweis mehr, wie unzuverlässig Partnerschaften mit niederen Lebensformen sind. Aha. Du bemerkst, dass einer der Homunkuli zu dem Loch in der Decke hochsieht. Zornverzerrt das Gesicht des Xenos. Ja, ich mach den damit Absicht gerade ein bisschen, ne? Sauer. Da vorne liegt ein toter Tech Priest. Warum? Gruselig, nicht wahr? Der Gedanke, dass ihr nicht der einzige Schimpanse seid, dem ihr dient. Ratet doch mal, Versuchsstück, ratet. Was ist hier geschehen? Vertraut mir, diesmal werde ich euch sehr viel schneller niederstrecken. Naja, letztes Mal war in der ersten Runde, nicht? Mhm. Ich habe euch selbst umgebracht. Habt ihr vergessen, dass ich ein großer Meister des Fleisches bin, der selbst den Tod überwunden hat? Ja, machen wir die 5, hm? Ach, Randa. Im Namen des Gottimperators verurteile ich euch hiermit zum Tode, Tavantes der Erzmaschinator. Tod dem Xenos Abschaum. Unterscheidet euch von anderen Angehörigen eures Speziesversuchsstück. Dieses Mal will ich euch viel, und ich meine viel, gründlicher studieren, was euren Tod voraussetzt. Impure Xenos, I will drown you in your own screams. I will revel in your pain. Impure Xenos, I will drown you in your own screams. Problem ist, der Drukhari findet das ziemlich geil. Pass auf, wir haben eine Kronos-Matriarchin-Maschine da mit 1100 Punkten Gesundheit. Die Tervantiasse sind ziemlich unstabil, außer der echte in der Mitte. Ja. Die Frage ist, machen wir alle einen Schritt zurück und warten auf, dass die Gegner auf uns zukommen? Und schießen ein paar verworrene Kreaturen ab? Oder machen wir einen großen Schritt vor? Schritte zurück mal. So, wo haben wir denn hier Deckung überhaupt? Gar nicht zum Großteil. Hinter den Biobecken für die Fleischzucht. Die sind auch rot. Müssen wir die kaputt machen? Spawnen die neue Gegner? Das ist eine gute Frage. Scheint mir fast so. Na dann, schießen wir uns mal geradeaus durch und schauen, was übrig bleibt, ha? Sounds like a plan. Na, den einen kriege ich jetzt nicht rein.
Warum die Dinger Gesundheit? Kannst du die kaputt machen? Gut, die nehmen wir, wenn jetzt eh Schaden von. Er ist sie mit. Ja. Ist das der Ernst? Kriegst du alle drei rein? Nee. Ach, das ist ein Witz, oder? Zwei ziemlich kampfintensive Episoden die Woche hier, ha? Huh? Gehen wir mal ein Schrittchen vor. Zu die beiden, dann kriegst du aber die Dinger da dran. Ach, scheiß drauf. Ui, Teufel. So. Also ja, die kann man wohl kaputt machen. Jetzt ist mal in die Zone. Ist Kronos anwesend, ist diese Kreatur geschwächt, Disruptorfeld. Hab mich auch eben gefragt. Gut, kann ich nochmal. Kronos, entziehende Injektion, Disruptorfeld. 10 plus 5 mal Kronos Zähigkeitsbonus. Das sind 100, ist 10er. Ja, der zieht 60% Gesundheit ab, der Spinner, wenn der in der Nähe ist. Nee. Und dann war die Waffen- und Ballistikfähigkeit wird um 60% reduziert. Also wir sollten den nicht unbedingt an uns drankommen lassen. Wenn der gleich näher kommt, machen wir den platt. Warum hat Ablad jetzt 6 Punkte Schaden genommen? Weiß es nicht. Du musst jetzt echt einen Schritt zurückgehen, damit du den anstürmen kannst. Na boom. Ablad, pfui Teufel. Lass dich waschen, wenn wir zurück aufs Schiff kommen. Das ist ja ekelhaft. Ab in den Bagdad-Tank mit dir. Kannst du auf den Arschnase da schießen? Auf die Arschnase. 30% nur. Das ist nicht viel. Gern hier rüben bei mir ein bisschen was kaputt schießen. Aber ich glaube, du kommst hier nicht gut durch, gell? Na doch, der da passt so. Den Kopf abgeschossen. Du kannst auch gern so einen Apparat zerschießen, wenn du magst. Die scheinen 50 Punkte Gesundheit zu haben. Doch. So, dann. Ja, Flächenbrand, ne? Und kostet ja nichts. Kann ich beschissen hinballern? Ja, da sieht gut aus. Ich geb dir meinen. Das war jetzt nichts, ne? Jo. Ja, dann schmeißt du. Schnellfeuer für gleich an. So, dann gucken wir mal, was die ganzen Tervantiasse vorhaben. Ich hab geguckt, was die können. Nix. Wie nix. Ja, der kann ein bisschen was, aber die anderen schießen einfach nur. Die anderen sind einfach nur Minions. Okay. Idira. Kannst du irgendwem irgendwas sehr Schlimmes antun? Kronos Matriarchin hat 70% Rüstung, 25% Ausweichen. Ja, dann. Aha, Bewegung, Schaden, Blutung. Hier Assassinenparameter, ja, ne? Dabei geht's nur um die Blutung, okay? Mach dich nicht lustig. Ja, alles gut. Anything else? Ich brauche Voraussicht für meinen Lord Captain. On it. Bitte nicht explodieren. Bitte keine Dämonen beschwören. Einfach keine Faxen machen, ja? Mach einfach ganz normale Sachen. Mach einfach mal Sachen, die ein Mensch machen würde, Idira. Und ich gerade damit abgefunden, dass du das irgendwann in der schrecklichen Warp-Explosion drauf gehst. Die Tervanti. Die Tervantis.
Ow! Fuck! Was war das denn? Der hat ihn gerade richtig angezwiebelt. Fuck! Okay. Okay, ihr sucht also alle Streit, ja? Mann, was ein Quatsch. So. Ich bleibe ja eh hier sitzen, schätze ich. I will not be deterred. You have been judged and found wanting. Ist gar nicht schlecht, die Pistole. Nur, dass sie mein komplettes Spiel irgendwie zerreißt. Okay, was machen wir denn hier Spannendes? Pascal ist gleich eh nochmal dran, aber der könnte hier hinter mir eigentlich mal diesen Apparat da kaputt schießen, nicht? Hm. Meinst du wegen... Wenn es zu Ende oder was? The Emperor commands. And so shall it be done. Erstmal den Spaß hier. This is beyond me. Rejoice in service, your divine. Geh für die Distanz, schätze ich. Ja, größte Stunde für Cassia oder für Ulfa? Wenn Cassia da einen Schritt vorgeht und da auf der rechten Seite ein paar Mal böse guckt. Hätte ich auch gesagt. Kann ich Cassie noch irgendwie weiterhelfen? Herzstück, gesamte Dynamik. And so it shall be done. I will not be deterred. Cassia, deine größte Stunde ist jetzt. Geh einen Schritt vor und vernichte alles. Ups. Das sieht ganz gut aus. Ich bin am überlegen, ob ich den hier erst verfluchen soll. Du kannst nur ein AP, das passt schon. Du bist jetzt offiziell verflucht und... Ich verfluche dich! Wow! Nochmal! Hat jemand Heilmomentum gerufen? Was? Was? Kronos Matriarchin? Was? Okay. Ich erlöse dich. Los, gib Heilmomentum an Ulfa weiter. Oh Mann, warte. Also wenn Ulfa jetzt fertig ist, ist Cassia dran. Und wenn Cassia fertig ist, dann bin ich wieder dran, ja? Na, scheiße. Also kriegst du nicht Punkte zurück, wenn du schießt oder so? Nein. Komm mal schnell vor den Rödel einfach mal los. Hi, Momentum. Ja, darf nicht weiterlaufen. Ja, dann schieß halt auf was du kannst. Hast noch einen Flächenbrand auch? Ja, ich kann auch so noch schießen. Den Dude und seine blöde Schüssel kaputt gemacht. Du hast genüssliches Gemetzel und Flächenbrand übrig. Ja. Ich komme an den Euro da nicht ran. Ja, aber Gemetzel sollst du trotzdem zünden. Das bleibt dir für den Rest vom Kampf, oder? Ja. Oh, warte. Run and gun.
Sieht aber in einem schlechten Winkel aus. Das kriegen wir aber trotzdem rein. Im Snip. Flächenbrand, Flächenbrand. Salvenangriff. Schlechte Salve, Ulfa. Miese Krise. Okay, dann gib zurück an Cassia, die dann zurück an mich gibt. Und dann haben wir wieder High Momentum, weil ich, glaube ich, ganz viel von der Dynamik zurückbekomme. Hat er schon. Ja, meine Stimme des Kommandos. Actions will speak louder than words. Fast. Ja, ich komme mal in die Mitte zu euch. 82 Punkte taktischer Vorteil. So eigentlich, wie ich den Tervantias damit vernichten könnte. Aber Lord! Kommt leider nicht ran. An wen? An niemanden. Ich hab hier drüben noch wen. Kommt ja auch nicht dran. Aber ich meine, der ist tot. Also der hat 8 von 1000 Blutungen und hat 2 Punkte Gesundheit. Mir ist noch defensive Haltung. Das brauchen wir anschmeißen. Schießt der Pascal so viel zusammen, ey. Mhm. Wohin denn da hin? Den hat der Tervantias gebufft. Hat sein HP wieder gekriegt, ey. Running by Nerico. My competences are not that universal. So, jetzt müssen wir mal kurz Mathe machen gehen. Ich laufe 9 nach hier. Ich laufe noch ein bisschen weiter. Ich werfe eine Falle da hoch auf Tervantias, den Fettarsch. Biebt er durch die Bärenfalle. Au! So, ich schieße eine Plasma-Explosion zurück nach Hause. Ich drücke Präzisionsangriff. Und fordere das Kopfgeld auf Tervantias ein. Bis zum Crit sein, garantiert. Jo. Da habe ich jetzt irgendwas geskillt auf Präzisionsangriff, dass wenn ich den Gegner treffe oder so ein Käse, dass das dann definitiv ein Crit ist. Was cool. Hat Abelard, wie gesagt, Abelard Disruptorfeld. Die Maschine ist doch kaputt. Okay, die Kronos-Maschine macht anscheinend immer noch Disruptorfeld, auch wenn die kaputt ist. Faszinierend. Sehr. Oh nein! Was jetzt? Geht denn nicht? Wen jetzt genau? Ach nee, Cassie ist ja... Du kannst ihn anzünden, ohne Ulfa anzuzünden. Faszinierend. Ulfa hat Regimentstaktiken drauf. Boah, das zwickt, Alter. Halt deine Fresse. Der Mann hier ist der Erzgoblin. High Momentum! Geh halt mal hoch, ne? Ich kann nicht laufen. Warum kannst du nicht laufen? Ach so. Du kannst Feuerwaffenmeisterschaft anmachen, der kannst auch nicht laufen. Dann kannst du nur schießen. Ja. Naja. Deswegen diesen blöden Maschinen-Dingsbums. Unsere Werte gerade ein bisschen im Keller.
Wegen der Kronos-Maschine. Na, no, ist halt schlimm. Jetzt ist Ulfa aber regulär dran. Jetzt kannst du hochgehen und Feuerwaffenmeisterschaft zünden. Das sollten mehr als genug Schüsse sein, um die zwei da zu töten. Kannst du anstürmen? Alter, der kann nicht weiter hoch. Verdammt. Kriege ich den nicht weiter nach oben? Das ist ja, glaube ich, auch nicht nötig. Okay, dann mach erstmal das. Ox den aus dem Leben. Das ist eine saublöde Maschine. Wo die ganze Zeit noch mehr schleimige Tavantiasse rauskommen wollten. Lass den Scheiß nach. Tavantias schwitzt schon, oder? Nur Flächen dran. Oh! Er schlägt ihn aus dem Stadion. Ja, kann sogar ran. Dumm gelaufen, Tavantias. Ganz dumm gelaufen. Hast dich mit dem falschen Rogue Trader angelegt, du Nerd. Good night. Looten. Looten. Auf Tavantias hat was Gutes mit dabei. Eine Blutbarrieren-Emitter und ein Hemungulus-Injektor. Kann das irgendwas? Zu Beginn seines Zuges erhält der Träger Wunden zurück, und zwar entsprechend der Anzahl blutender Kreaturen. Der klingt langweilig. Wenn auf diese Weise mindestens eine Wunde zurückerlangt wurde, wird außerdem eine frische Verletzung entfernt. Die Stimulantien heilt 15 plus Wissen Xenos durch zwei Wunden. Ah, das ist eine Einmalnutzung. Was ist das da? Täuschung des Erzmaschinators. Rukari-Ausrüstung. Immer wenn der Träger einen Angriff nutzt oder einen anderen Typ als der vorige angehört hat, ändert Dynamik entsprechend seiner Entschlossenheit. Ja, blöd halt, dass wir keinen Rukari dabei haben. Den haben wir direkt in die Hölle geschickt. Das hat Loch im Dach. The Divine watches over us. Betonbruchstücke durch das Hexalion der Decke gelangt ein schwacher Luftzug in den Raum. Mhm. Genauer umsehen. Ja, besser ist er. Den Haufen aus Stein und Schutt und dickem Staub kannst du Beschläge erkennen. Verankerung gerissen, zu Boden geworfen. Ja. Die Ränder. Einige Minuten kommst du zu dem Schluss, dass das Loch in der Labordecke durch mehrere zielgerichtete und starke Explosionen entstanden ist. Okay. Okay. Das begreife ich nicht. Maschinen und Spielzeuge der Dukari wirken hier fehl am Platze. Sie wirken regelrecht wie krasse Fremdkörper. Krass, Abelard! Diese Wände, das ist die Standardarchitektur eines Imperiums-Bunkers. Alter, das sehen wir schon die ganze Zeit. Danke, Warum Abelard, Xenos, danke. Warum soll seine Geschäfte führen? Diese Welt gehört Haus Winterzunder, aber ja, ich glaube nicht... Er hat ihn doch nicht hier einziehen lassen. Ich weigere mich zu glauben, dass seine Lordschaft Kaligos jemals mit Xenos zusammenarbeiten würde, glaube ich auch nicht. Er wurde jedes Mal in dunkelrot und braun-grün getaucht, wenn über die Jagd auf die Feinde der Menschheit gesprochen wurde. Er hat ja, sie aber jetzt warte mal kurz. Sie gehasst. Wenn das hier dem seine Jagdwelt ist und der, weil der ein Kornanhänger ist, gegen immer stärkere Gegner kämpfen will, wird das vielleicht Sinn machen, den Hemunculus hier wohnen zu lassen, der dem verspricht, ekelhafte Monstrositäten für den zu craften. Da liegen doch Güter auf dem Tisch. So, beschädigter Datablock. Der Datenblock ist eingedellt. Studien, einen Durchbruch bei der Nachbildung und Wiederbelebung der Probe im Fall ihres Todes zu erzielen. Das oben erwähnte Experiment legte den Grundstein für die Modernisierung und Beschleunigung der Nachbildung eines lebenden Organismus aus einer winzigen Knochen- oder Muskelgewebeprobe. Bei sämtlichen Varianten lebender Organismen wurde beobachtet, dass sie im Augenblick des Todes eine Reihe von Chemikalien absondern, welche die Schaffung eines vollkommen identischen Klons ermöglichen. Dieser Klon besitzt intakte Erinnerungen an sein früheres Leben bis hin zum Augenblick des Todes. Mhm. Ich würde fast sagen, der hat hier unten
Der Kalligos hat hier unten Experimente gemacht und der Homunculus wurde hier aus Versehen wiederbelebt und hat die Sache übernommen. Das klingt super interessant. Was ist jetzt eigentlich mit diesem dusseligen Aufzug? Gute Frage. Lass mal kurz ins Questlog gucken. Mhm, nee, das war abgeschlossen. Da gab es doch ein Update. Gefährtenquest. So. Deck des Homunculus. Abgeschlossen. Wir waren der Herzmaschinator H. Homunculus, Meister von Fleisch und Schmerz. Mit seinen grauen. Okay, wurde besiegt. Nichts, was von Interesse ist. Ein wahrer Segen für das System, als auch für die gesamte Ausdehnung. Okay. Na dann, vielleicht haben wir einfach niemanden dabei gehabt, der weiß, was es da mit dem Loch auf sich hat. Vielleicht hätten wir Heinrichs oder so dabei haben müssen. With each step, I forge my destiny among the stars. Der ist wohl immer noch Dritte. Ja, der Tech Priest auch. Ah ja, dann lass hier Schluss machen. Wir sind eh schon einen Moment drüber. Ja. Waren zwei wirklich Kampfepisoden. Und nächstes Mal machen wir dann mit der Story-Quest weiter. Wir müssen zurück nach Footfall und mit dem Großinquisitor sprechen. Auf jeden Fall super viel Spaß gemacht hier. Kalkazar, unser guter Freund. Ja, bei dem Kampf hat gerade jemand Schaden genommen. Kann sich gar nicht vorstellen, so ein Quatsch. Ulfa ist erschöpft. Was geht denn bei dem? Ich weiß nicht, wo das letzte Mal... Doch, Heinrichs ist umgefallen bei dem... Ja, der ist von dem Hellbrood niedergeboxt worden mit der Hellbrood Power Fist. Was hat denn Ulfa für eine Athletikprobe nicht geschafft, dass der erschöpft ist? Das kann ich mir nicht so ganz, weiß ich auch nicht so ganz, wo das herkommt. Das hatte der kurz nachdem der die Tür gesprengt hat. Ah, dann kann sein, dass du den ersten Versuch nicht geschafft hast. Ja, aber ich habe nur einmal geklickt. Egal. Na gut, dann danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren, nicht vergessen, Kanalmitglied werden, ins Discord kommen und bis zum nächsten Mal, wenn wir mit dem Großinquisitor Kalkazar sprechen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.